Die Trump-Administration will scheinbar erstmal den falschen Deal machen, nämlich den mit Mexiko und Kanada. Der interessiert die Märkte aber nur eigentlich zweitrangig. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. USMCA, so lautet der Begriff für diesen Deal zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und es ist ein bisschen so wie mit dem Handelskrieg, mit dem Phase-1-Deal. Er wird immer wieder angekündigt. Gestern viele Tweets, ja, jetzt ist es soweit, der Deal ist fest. Aber es ist bisher eben doch nicht so. Jetzt reisen Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, und Lighthizer, der ja eigentlich maßgeblich auch die Verhandlungen mit China führt, die reisen erstmal nach Mexiko. Das heißt, die können sich jetzt erstmal um diesen China-Deal gar nicht kümmern. Aber bislang sind das alles Absichtserklärungen. Die ganze Geschichte muss noch unterschrieben werden, sowohl in Mexiko, sowohl in Kanada als auch vom US-Kongress. Also auch hier so eine Art Never-Ending-Story mit permanenten Meldungen. Jetzt ist es soweit. Allerdings reagieren die Märkte anders als beim Handelskrieg eben nicht ständig positiv auf jede Fake News, sondern nehmen das erstmal schulterzuckend zur Kenntnis. Hat man schon irgendwie eingepreist, ist aber gleichwohl sehr wichtig. Denn schauen wir uns mal an, wie es wirklich aussieht bei den USA in Sachen Handel. Da haben wir die Exportländer, in die die Amerikaner also exportieren, knapp 300 Milliarden nach Kanada, 265 nach Mexiko und erst an dritter Stelle dann China mit 120 Milliarden. Also für die Exporte der USA sehr, sehr wichtig. Andererseits eben die Importe sind dominiert von China, was die USA betrifft 560 Milliarden, Mexiko 349, Kanada 325, aber zusammen sind Mexiko und Kanada eben auch wichtiger insgesamt für die USA als China alleine. Darin sieht man schon, dass es da auch um was geht. Aber es geht eben für die Märkte vor allem um diese Unsicherheit in Sachen Handel, in Sachen Investitionen. Wann kommt der Deal? Kommt der Deal? Wird es neue Strafzölle geben am kommenden Sonntag, respektive in der Nacht von Samstag auf Sonntag? Ja oder nein? Das ist die große Frage. Wir haben unterdessen interessante Dinge wieder aus China. Die haben ungefähr 300.000 Sojabohnentonnen gekauft. Nicht so wahnsinnig viel, aber es ist eben etwas, was schon erwähnenswert ist. Aber es gibt eben auch Quellen, Aussagen aus China, womit man damit rechne, dass am Wochenende jetzt diese Zölle kommen. Apropos China, wir haben Daten aus China. Wir sehen, dass die Erzeugerpreise stärker gefallen sind als erwartet mit minus 1,4%, eigentlich erwartet nur 1,1%. Und wir sehen, dass die Verbraucherpreise massiv nach oben gegangen sind, 4,5% zum Vorjahresmonat, eigentlich nur 4,2% erwartet und 0,4% zum Vormonat. Da war 0,1% erwartet. Die Schweinepreise oder die Preise für Schweinefleisch sind um 110% gestiegen zum Vorjahresmonat. Jetzt sagt China, ja, wir müssen Schweine importieren, wir müssen Landwirtschaftsgüter importieren, aber das wird die Inflation nicht besiegen, wie hier dieser Artikel, der von der Global Times getwittert wurde, nochmal anmerkt. Wir haben einen Mangel an Schweinen. Das ist ein Fakt, das aber kann nicht aufgewogen werden durch mögliche Importe aus den USA. Insgesamt, wie hier Hu Xixin, bereitet man offenkundig die Bevölkerung auf schwächeres Wachstum vor. Hier sagt Hu Xixin, ja, wir sind jahrelang so stark gewachsen, da kann jetzt die Geschichte nicht immer so weitergehen. Jetzt kommt ein bisschen schwächeres Wachstum, das sei doch ganz normal. Also man versucht die Bevölkerung Chinas schon ein bisschen einzustimmen, möglicherweise dann auch in Sachen Handelsdeal, dass es da keinen Deal gibt, aber wer weiß das schon. Schauen wir uns mal die Dinge an, die heute zu erwarten sind. Wir haben heute als einziges wirklich relevantes Konjunkturdatum den ZEW-Index um 11 Uhr, zuletzt sich erholt auf minus 2,1. Heute ist eine leichte positive Zahl zu erwarten, so zumindest die Prognostiker. Wir sehen hier diese Erholung und das ist ja eines der zentralen Themen der Märkte. Ja, die Konjunktur wird sich wieder erholen, aber ist das so? Schauen wir uns mal hier diese Grafik an. Da haben wir das Suchwort Rezession bei Google und wir sehen, dass wir hier schon mal 2008 einen Anstieg hatten. Da waren damals die Wirtschaftsdaten schon schlechter, die Konjunkturdaten. Dann wurden sie wieder etwas besser. Dann sind diese Suchanfragen nach dem Wort Rezession massiv nach unten gegangen, aber dann eben auch steil wieder gestiegen. Etwas Ähnliches sehen wir jetzt. Wir haben die Suchanfragen zur Rezession
Die waren kürzlich noch deutlich gestiegen, jetzt dramatisch gefallen, vor allem nach den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Aber das ist trügerisch. Ich glaube, dass diese US-Arbeitsmarktdaten aus dem November so ein bisschen die Amerikaner täuschen, sie in einer Situation wähnen, dass die Konjunktur super stabil sei. Ich vermute, dass dem nicht so ist. Heute keine Charts, meine Damen und Herren. Dementsprechend wollen wir uns vielleicht noch diese Grafik anschauen. Wir haben massive Abflüsse in 2019 gesehen aus den Aktienmärkten, nämlich insgesamt 135,5 Milliarden Dollar. Aber im November, da sind 38 Milliarden zugeflossen, sowohl in ETFs als auch in Investmentfonds. Wir sehen hier, das ist der stärkste Zufluss seit Januar 2018. Also da ist man nochmal reingegangen in den Markt. Gestern ja dünnste Umsätze, wir sind dann zum Handelsende noch ein bisschen nach unten gekommen, leichtes Minus bei den US-Indizes, aber die Nervosität steigt langsam in Sachen Handelsdeal. Kommt er oder kommt er nicht? Kommt die Verschiebung der Zölle? Kommen die Zölle? Das ist das, was wirklich für die Märkte wichtig ist. Deutlich wichtiger als dieser Deal USMCA mit Kanada, Mexiko, USA. Wir werden sehen, was passiert. Ab morgen ja dann Fed, Donnerstag EZB-Wahlen in UK. Da wird es dann ein bisschen saftiger. Heute dürfte es auch schon etwas temperamentvoller werden als gestern. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Handelstag und sage Servus und...